Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanälchen für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Katrin und was treibe ich hier so? Ja, von Unboxings meiner Boxen, die sich so bei mir im Abo befinden, bis hin über Make-up, Pflege, Hauls, eigentlich alles, woran ich Spaß habe und wo ich natürlich immer hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und heute hoffe ich, dass ihr mit mir dran Spaß habt, in meine Goodiebox zu gucken. Und die steht neben mir. Und die Goodiebox ist eine Box, die mag ich einfach furchtbar gerne. Also die überrascht mich immer positiv. Und es sind immer ganz tolle Sachen drin, wie ich finde. Und ein bisschen außergewöhnlicher wie in den anderen Boxen. Und deswegen ist das so eine meiner Lieblingsboxen. Und die kostet 19,95 € im Monat. Und irgendwo unten ist auch ein Link von mir. Da kriegt ihr eure erste Goodiebox für 9,95 €. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht um den Inhalt meiner Box. Und die kam zusammen mit der Crushbox, die ich auch im Abo habe. Die zeige ich euch danach. Aber jetzt in diesem Video gibt es erstmal die Goodiebox. Und wir haben eine wunderschöne Farbe. Und wir haben lila, so Lavendelfarben. Und oh, das ist ja so eine Farbe, die ich sehr gerne mag. Nicht als Lippenstift, aber als Farbe. Und wir gucken jetzt mal rein, was da drin ist. Oh mein Gott. Oh, eine schöne Farbkombi. Die kommt mit Orange und Lila. Das ist ja auch, oh, das ist ja auch einfach eine schöne Farbkomposition. Und wir haben The When I'm in Doubt, Dance It Out Box. Okay, I feel like dancing. Oder wie war das? Finde ich voll süß. I won't be sorry for shaking my booty to heal when I'm moody. Oh, wie süß. Ja, Musik, Tanzen hilft manchmal gegen so schlechte Laune und so. Von daher voll süß das Foto wieder. Dann war hier so eine kleine Karte drauf. Ah, da kriegt ihr 25% bei eCooking. Use your code. Ja. Ich suche noch euren Code, aber ich finde ihn nicht. Okay, wenn ich ihn finde, steht er unten in der Infobox. Jetzt geht's auf zu dieser wunderschönen Box. Diesen Klebi zu öffnen ist auch wieder. Also ich mache da immer irgendwie Löcher rein. Okay. Noch ein Gutschein. Herlass, 10 Euro. Hm? Code eingeben. Goodiebox, 10 ist der Code. Und, ah, okay. Ich sehe, zu was es gehört. Und zwar haben wir von Herlast, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Gummibärchen. Futter in der Box. Ich bin happy. Okay, ich mag diese Gummibärchen eigentlich super gerne. 9.5. Was? Produktionsdatum. Ich dachte schon, hallo, abgelaufen. Okay. Haarwachstums, 25 kaubare Gummis, zuckerfrei. Essen wir doch eins. Finde ich eigentlich ganz cool. Ist noch verschlossen. Und ich mag sowas gerne. Also so Biotin oder sowas. Wenn ich jetzt noch drankommen würde, würde ich euch auch einen vormampfen. Also ich mag so Haarvitamine eigentlich ganz gerne. Und in Gummibär. Oh, die riechen lecker. Oh mein Gott. In Gummibärchenform mag ich das super gerne. Wie viel darf ich da essen? Finde das immer blöd, weil ich nicht die ganze Packung essen darf. Und finde, die schmecken einfach mega gut. Und 3 Gummis pro Tag. Nach dem Essen und Wasser. Okay. Also 3 Stück darf ich essen und sie schmecken auf jeden Fall sehr gut. Wo bei mir dann immer so dieser Faktor, okay, Haare hin oder her, da gibt es ja Biotin-Tabletten, aber als Gummibärchen sind die doch einfach genial zum Einnehmen und als Nahrungsergänzung ganz cool. Und sie schmecken wirklich traumhaft gut, von daher, selbst wenn die nichts bewirken, sie sind lecker. So, dann habe ich etwas drin, die Packung kommt mir bekannt vor. Einmal von The Cure Stockholm, ein Instant Correcting Serum. Ist das das, was wir schon mal drin hatten?
Was ich nicht so. Nee, das war ein Nachtserum, ne? Ja, das fand ich nämlich nicht so mega. Okay, ich weiß, das ist richtig teuer. Red Tea, Peptides, keine Ahnung, Hyaluron ist drin. Wird getestet. Wird wahrscheinlich richtig teuer sein. Dieses Serum, weil ich weiß, dieses andere war auch richtig teuer. Ich hoffe, dass das besser funktioniert, weil das andere, wie gesagt, hat mich nicht so begeistert. Auf jeden Fall haben wir von Lykio Stockholm ein Instant Correcting Serum zum Liften. Faltenfrei. Ne? So. Dann haben wir etwas drin von Axe & Rouge. Und die Marke mag ich sehr gerne. Wir hatten da mal so einen glänzenden Primer in der Glossybox drin, den ich super gerne mag. Und ich weiß auch, das ist eine teure Marke. Ich glaube, wir haben hier. Wenn ich hier reingucke mit dem Ding, könnte ein guter Preis bei rauskommen. Preise blende ich euch eh ein und am Schluss dann nochmal. Und wir haben hier ein Satin Soft Blurring Primer and Finishing Fix Ultra Prime. Okay. Silikonfrei. Blurs Imperfections and Vanishes Shine. Okay, Anti-Shine. Ich mag Shine. Ich möchte shiny sein. Also nicht schwitzend shiny, aber. Shiny. So frisch shiny, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ja, also der wird auf jeden Fall getestet. Freue ich mich. Er ist offen. Warum bist du offen? Okay, dann. Ihr kennt das, wenn offen ist, wird gedipselt. Was soll ja nicht alles aufmachen, aber ich kann mich da schwer zusammenreißen. Okay, der hat auf jeden Fall wirklich so einen Blurring-Effekt, glaube ich. Ja. Oh ja, der macht die Haut auf jeden Fall so wie diese Silikonprimer, so Primer, so samtig irgendwie. Muss getestet werden. Ich hoffe, er ist gut, weil Axe & Rouge ist normal eine tolle Marke und er sieht hübsch aus. So, und dann haben wir noch etwas drin von L'Oréal. Und das Zeug mag ich auch. Also das andere, was ich bis jetzt davon getestet habe, das war mit. Hab's vergessen. Also ich hatte da schon verschiedene und ich finde das nicht schlecht. Und da haben wir eine Farbglanzspülung. Okay, ja, okay, nehme ich Farbglanz. Nehme ich gerne. Für koloriertes Haar schützt die Haarfarbe für extra Leuchtkraft und entwirrt. Eine Spülung mit Rose and Geranie. Oh, die riecht bestimmt auch gut, weil ich finde die Düfte von denen auch richtig gut. Oh ja, das riecht lecker. Von Botanicals, Fresh Care, L'Oréal. Oh, es riecht ganz frisch nach Rosen und blumig halt so. Also Duft mag ich und ich weiß, die Pflege davon ist auch gut. Deswegen meckere ich da auch nicht rum und freue mich drüber, dass es eine Spülung ist. Weil Spülung geht bei mir immer. Die gehen auch viel schneller weg wie Shampoos. Deswegen finde ich das nie schlimm. Und finde ich auch besser, wenn Spülungen in Boxen drin sind, wie Shampoos. So. Ja. Dann habe ich als letztes Produkt, sie ist schon wieder leer, aber wir haben etwas, und zwar einen Selbstbräuner. Love at First Tan. Okay, Darker 1 Hour Self Tan Mousse. Knocks out Orange Tones. Oh, das hört sich interessant an. Mit einer violetten Basis. Weil ihr habt ja oft bei Selbstbräunern dieses, dass das so gelb wird. Und hier wirkt das anscheinend dem entgegen von B10. Ich überlege gerade, 200 Milliliter übrigens. Und das wird so einer sein. Ja, also ihr macht den drauf, eine Stunde, damit es nicht so intensiv wird. Und könnt ihr auch länger drauf lassen und dann wird das Ganze dunkler und dann wascht ihr das ab. Und kleinen Moment. Und zwar, ich habe auch sowas. Und ihr braucht, also würde ich euch empfehlen, so einen Handschuh dazu, mit dem ihr euch einreiben könnt, weil sonst habt ihr die Handinnenflächen immer so ekelhaft versaut. Also bei mir jedenfalls. Und das ist von St. Moritz, ein Selbstbräuner, den ich gerne mag. Und das ist auch so eine Stunde oder 2 Stunden oder 3 Stunden und länger. Und der funktioniert auch richtig gut.
noch ein gutes Stück drin. Ist so ein Mousse auch, was ihr drauf macht, mit dem Handschuh dann verteilt und dann einfach wieder abduscht. Und den kann ich euch auch empfehlen, weil der wird auch nicht so hässlich orange oder so fleckig. Sowieso fleckig, vorher peelen. Peelen, peelen, peelen. Ohne Peeling läuft das nicht. Ihr müsst eure Hautschuppen alle wegmachen, damit ihr schön gleichmäßig diesen Bräunungseffekt habt. Und dann sieht das Ganze auch toll aus. Aber da bin ich richtig gespannt drauf. Weil gerade so im Winter, ich hasse das, wenn ich so mega weiß bin und dann so hin und wieder so ein bisschen Selbstbräuner tut da ganz gut, um sich ein bisschen wohler zu fühlen. Finde ich jetzt gar nicht schlimm, dass es in dieser Box drin ist und freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Und das war unsere Goodiebox. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Die Crushbox filme ich euch gleich im Anschluss ab. Und ja, bevor ich weiter rumlabere, Leute, wenn ihr Bock habt, gebt mir doch ein Däumchen nach oben, weil dann freue ich mich. Und wenn ihr möchtet, gerne einen Kommentar. Esst ihr die auch einfach nur, weil sie lecker sind? Oder bewirken die bei euch was? Ich meine, da müsste man schon ein bisschen mehr haben wie nur das, glaube ich. Aber ich nehme halt auch Biotin, weil ich habe ganz schreckliche Fingernägel und so. Deswegen bin ich ganz froh über sowas. Das muss getestet werden. Wie gesagt, damit habe ich noch nicht so gute Erfahrungen. Extra Rouge mag ich. Botanicals hier, L'Oreal mag ich auch. Spülung sowieso. Und finde die Box wieder ganz gelungen. So, wir waren bei den Kommentaren, ne? Also schreibt mir, falls ihr irgendwas gut findet. Benutzt ihr Selbstbräuner? Habt ihr Tipps noch? Oder ja, und wenn ihr möchtet und das noch nicht getan habt, lasst mir gerne ein Abo da, weil da freue ich mich auch drüber. Und ansonsten einfach nur einen schönen Tag, Abend, Nacht, Mittag, Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video heute gerade seht. Und macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!